Es ist sehr leicht, sein Leben einfach so dahin plätschern zu lassen. Einfach so dahin zu leben und jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr so das Gleiche zu machen. Und es kommt, wie es kommt. Es ergibt sich irgendwie, die Dinge geschehen und wir lassen es einfach so über uns ergehen. Es ist wie, als ob ein Autopilot in unserem Leben die Steuerung übernommen hätte. Wir sitzen hinten und mal gucken, wo es hinführt, das Leben. Weißt du, ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was Gott für uns als seine Kinder vorbereitet hat. Ich glaube, unser Leben hat eine Absicht, hat ein Ziel, hat eine Bestimmung. Du hast auf deinem Leben einen Ruf und du bist wichtig für den Bau des Reiches Gottes. Gott hat dich berufen als sein Kind in den Dienst, um anderen Menschen zu helfen, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Du wurdest gesegnet, um andere segnen zu können. Und ich bin sicher, jeder von uns hat Bereiche, wo er andere Menschen segnen kann, wo er sie aufbauen kann, ermutigen kann, helfen kann, erfrischen kann und so weiter und so weiter. Wenn wir einfach so von den Dingen unseres Alltags umhergetrieben werden, ja, so ohne Bestimmung und Absicht einfach so unser Leben dahin leben, dann leben wir eigentlich so, wie die Bibel es für die Nicht-Christen bezeichnet. Paulus schreibt beispielsweise, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hasst und so weiter. Er sagt, das Leben plätscherte so dahin, es war irgendwie so von Begierden und Lüsten getrieben und wir waren nicht wirklich Herr unseres Lebens. Aber wenn du Christ geworden bist und Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann hast du eine völlig andere Situation in deinem Leben. Dann kannst du sagen, Herr, du bist mein König, ich werde jetzt Reich Gottesgemäß leben. Das bezeichnet die Bibel mit heilig. Ich werde heilig leben, eben nicht mehr von meinen Lüsten, Begierden, Wünschen, irgendwelchen Vorstellungen getrieben, sondern ich werde so leben, wie du es möchtest. Und die Dinge dieser Welt bekommen den richtigen Stellenwert. Falls dich das betrifft, möchte ich dich einfach einladen, diesen Autopilot-Status auszuschalten und zu sagen, mit der Hilfe des Herrn werde ich mein Leben selbst in die Hand nehmen, mich selber an das Steuer setzen und werde dahin fliegen, dahin segeln, dahin fahren, wo der Herr mich haben will und nicht, wo mich irgendwelche Zufälle hinbringen. Ich werde bewusst und zielgerichtet den Ruf ernst nehmen, den er auf mein Leben gegeben hat und hineingehen in das, was er für mich vorgesehen hat. Das geschieht nicht automatisch. Nur dadurch, dass du einen Ruf auf deinem Leben hast, heißt das nicht, dass der Herr für dich die Steuerung übernimmt. Nein, du musst anfangen, in die richtige Richtung zu steuern und auf diesen Ruf, auf dieses Ziel, auf diese Vision loszugehen. Und dann bin ich ganz gewiss, dass Gott mehr für dich hat.